meine Klasse der 5 BMR, ich habe die Ehre gehabt, diese in der zweiten Klasse von der Dr. Zernik zu übernehmen. Sie hat schon sehr viel wertvolle Vorarbeit geleistet und ihr habt mir alle 4 Jahre das Leben sehr, sehr leicht gemacht. Einen Burschen habe ich in meiner Klasse haben dürfen, der mich immer unterstützt hat als Klassensprecher, als Kassier, als Kopierdienst, hat viele Tätigkeiten angenommen. Und das gesamte Klassenklima habe ich bei euch sehr genossen, nie eine Gruppenbildung festgestellt und ich bin dankbar, euch als Klassenvorstand haben zu dürfen. Ja, meine Klasse, der 5 IOM, das ist die erste Klasse, die ich vom ersten Jahrgang bis in die 5. Klasse bis zur Matura begleiten habe dürfen. Und es war wirklich eine spannende Zeit. Sie sind gekommen wie ja, eigentlich Kinder in der ersten Klasse, haben erwartungsvoll geschaut, was sie da jetzt erwartet. Und es ist extrem schnell vergangen bis in die 5. Klasse. Sie waren immer lustig, kreativ, waren bei allen Dingen dabei, oft mit mehr Begeisterung außerhalb der Schule als in der Schule, aber sie haben dann trotzdem, wenn es drauf angekommen ist, immer wieder ihre Leistungen gebracht und es war einfach eine wirklich lustige und schöne Zeit. Und ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Es wird jeder und jede von Ihnen den Weg finden, der für Sie passt. Meine 3er-L-Klasse, Burschen und Mädchen aus den landwirtschaftlichen Fachschulen, alle mit einem Facharbeiterbrief in der Hand in Pietzenstetten begonnen, haben in diesen 3 Jahren wahnsinnig viel dazugelernt. Was ich festgestellt habe, Hausverstand, praktisches Verständnis, Wissen, wie man mit Dingen umgeht im Leben, das wird es ja brauchen. Ich mache mir um euch und um unser Land keine Sorgen. Am schönsten war es, mit euch unterwegs zu sein. Wir haben viele Länder in Europa besichtigt, waren in Straßburg, waren in Brüssel. Es war eine tolle Zeit. Alles Gute wünsche ich meiner Klasse. Auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her. Sie sagte, ich bedauere dich sehr. Doch lachte und sprach, ich brauch keine reichen Damen. Ein Bett im Korbett, zwischen Blumen und Stroh. Die Sterne leuchten mir so. Mache ich uns irgendwo ganz alleine. Steht ein Rehlein und holt die lieben Lauscher in die Hehe. Es wird Sommer und bald ist in der Nacht einmal kalt, da ist es zu wie liegen wieder schön. Auf einer alten Wiese, wo die Blumen sprießen, hat sie gewartet Tag für Tag. Wie es der Teufel will, kommt ein Rehbock ins Spiel und der hat zu ihr gesagt. So ein liebes Rehlein mit himmelblauen Augen, wo ich überhaupt noch vor nie gesehen. Du hast mich angemacht, wie um mein Verstand gebracht, und schon was von mir geschehen. Sing a song for the broken hearted.
Ihr Burschen, müsst ihr aufs Klo? Mach, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie dringend. Ja komm, steigt's auf. Du bist der Retter. It's not that nursery mouth I came back for. It's not the way it's stretched out on the floor. I've broken all your windows and I ran through all your doors. And who am I to ask you to fight my wars? And you should know that's true. You should know. Weil sie über 100 Hektar hat. Sie hat Wiese, sie hat Wald und noch mehr. Den ganzen Hof macht sie allein. Denn sie ist die eine, die Hektar hat. Die Hektar hat. Liebe vergeht. Hey Mädels, kommt's mit, fahren weiter! Liebe vergeht, doch der Hektar, der besteht. Die Hektar hat. Die Hektar hat. Liebe vergeht, doch der Hektar. Komm mit mir auf mein Rollenwerdensteier. Es ist mehr als Gold, was Rechtes wissen wir auch. Eine echte Freundschaft gehört gepflegt und gebraucht. Ein Geben und Nehmen, ein Um und ein Auf. Und im Endeffekt zahlt sie's immer aus. Das ist Freundschaft. Through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel
I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say.